Das Lustige ist ja, er kann einen nicht sehen, wenn man auf dem Schiff ist, an so einer Anlegestelle. Dann ist man für den komplett unsichtbar. So eine Art Ingame-Glitch. So habe ich die härtesten Söldner besiegt. Der ist ja jetzt auf Rang 1 mit seinem Level 99 und mit Level 66, Alter. Unter normalen Umständen hätte ich da überhaupt null Chancen gegen den. Der stirbt ja nicht mal nach 40 Treffern. Mit Feuer. Ja, das war der bis dato beste oder schwierigste Gegner. Der war hier auf 99 S4. Da habe ich mich hochgelitscht, sage ich mal, indem ich einfach immer nur den höchsten genommen habe und den dann in der Nähe von meinem Schiff abgeschossen habe. Jetzt weiß ich nicht, wo sein Leichnam ist. Ah, da im Wasser. Muss schnell ins Wasser springen, bevor der wegspawnt. Kann durchaus möglich sein. Ist halt ein bisschen scheiße hier, aber Hauptsache Loot. Abgesichert. Na, ja, ist ein bisschen buggy hier. Aber anders geht es nicht. Also, der war ganz hinten am Rand der Stadt. Ich bin da halt vorgelaufen, so auf 100 Meter Abstand. Hab dem ein paar Feuerpfeile in den Kopf geschossen. Und als ich dann seine Aufmerksamkeit hatte, habe ich dann halt immer wieder kurz angehalten, Feuerpfeil hinterher geschossen und weitergerannt, bis ich ihn dann hier Richtung Schiff hatte. Wenn man sich dann hier hinter dem Mast versteckt, muss halt natürlich mitlaufen, so wie er mitläuft. Weil, egal was sie machen, die können hier durch diesen Mast nicht durchschießen. Der ist undurchdringbar. Aber mit den Geisterpfeilen der Artemis hier, auf dem Vierer-Slot, kann ich sehr wohl da durchschießen. So. Für diejenigen unter euch, die das noch nicht wussten. Und wenn er jetzt ein paar Matrosen abknallt, mein Gott, dann werden die halt über Bord geworfen. Und beim nächsten Mal, wenn ich hier ablege, sind die wieder da. Die spawnen nach, also das ist überhaupt kein Problem. Die sind quasi unsterblich. Oder sterben zwar, aber sterben nicht für immer. Wie man es nimmt. Jo. Das ist die Strategie Nummer 1, wie man schwierige Söldner ausschaltet und dementsprechend XP, Gold und Item abfarmen kann.